Recht herzlich willkommen zur 253. Folge von Towns. Ja, wir sind wieder im Spiel und letztes Mal ist jemand gestorben und hier unten sieht man gerade, wie der Händler kommt, der da als nächstes erscheinen wird. Hier sind ein paar Felder wieder frei geworden, er kann also auch abladen. Wenn wir denn was nehmen, das ist die nächste Sache. Er ist jetzt da, gucken wir mal rein. Was hat er im Angebot? Waffen. Gehen wir mal nach ganz unten, da ist ja immer das Beste vom Besten eigentlich, aber hier sind nur Steine. Ja, das ist jetzt nicht wirklich was Interessantes. Ah. Lass uns die Schuhe nehmen und hier die Buchsen. Da ist nochmal Schuhe, dann machen wir die Buchsen wieder weg. Nochmal Schuhe. Waffen sind jetzt auch nicht so der Bringer. Ja, da war jetzt nichts bei, wo ich gesagt hätte, das brauche ich, ne? Okay, aber die drei Sachen, die nehmen wir mal an uns. Und was möchte er haben? Steine. Grüner Schleim ist schon mal cool. Der liegt hier bestimmt überall rum. Dann sind wir den schon mal los. Da ist nichts mehr. Haben wir noch 15 mal den. Das will er auch noch haben. Was haben wir sonst noch, was wir nicht mehr brauchen? Ja, dann kann er noch ein paar Steine haben, ne? So, da ging's weg. Da, passt's. Und auf geht's. 50 Steine, 25 blaue Schleime und 40 grüne können sie dann mal verteilen, ne? Okay, was können wir gucken? Nix eigentlich. Das Wasser ist hier bestimmt nicht hochgekommen, so wie es aussieht. Unsere zwei Helden, die wir hier haben, rüsten sich weiter aus. Haben jetzt schon einen Teil mehr. Klicken wir ruhig nochmal an. Gehen mal ganz nach unten, gucken, wie weit da ausgearbeitet ist hier. Haben wir überhaupt kein Dingens mehr? Kann das sein, dass hier uns vom Job her einer fehlt? Erstmal können wir gucken, was wir an Essen haben. Ne, das war falsch, das ist richtig. Eine Banane, kein Brot, 14 Äpfel, 11 Birnen. Naja, das geht noch, ne? Oh, hat es noch einen erwischt. Das ist schade. Ja, leider. 5, einer, 6, einer. Drei Träger. Holzfäller plus. Erntehelfer. Bergmann, Erntehelfer. Essen 5. Ich glaube, wir machen mal erst. Na komm, Essen. Den hier setzen wir jetzt noch zum Essen rein. Damit wir da mehr kriegen. 16 von 48. Ja, gerade verloren einen. Ne? Dann macht das ja auch wieder Sinn. Dass wir Essen kriegen, damit die, na, schön weiter vorankommen. Aber zwei sind hier am Abarbeiten oder war das jetzt nur Sachen holen? Wahrscheinlich nur Sachen holen, ne? Dann gehen wir hier gleich weiter. Aber es wird ja wohl woanders noch gearbeitet, will ich hoffen. Wo baut der Bergmann denn noch ab? Hier unten ist noch möglich, oder geht er zurück? Ne, er baut, glaube ich, noch ab. Okay, den Weg nimmt er. Ja, so kompliziert wie es geht, wird er jetzt da hinten rumgehen, oder? Ne, ich glaube, er geht jetzt aber schon wieder runter oder hoch. Hoch. Hat schon genug gemacht, ne? Ja, sieht so aus. Schade. Wie sieht's hier aus? 18, 15, 50. Da sind schon ein paar Grüne weniger geworden. Hier kann man noch entdecken. Wie viele Helden haben wir denn? 2. Hier ist auch noch was los. Ja, 17 haben wir jetzt. Tut sich jetzt nichts, ne? Okay, da haben wir jetzt das mit dem Durchbuddeln weitergemacht. Wir können natürlich hier auch nochmal machen, ne? Wird vielleicht Sinn machen. Nicht die volle Breite, aber vielleicht so. Hier müsste auch was gemacht werden. Ja,
Okay. Wo sind die beiden Helden gerade? Ah, einer entdeckt gerade wieder was. Ah, super, ne? Und jetzt hat er wahrscheinlich Hunger oder will schlafen gehen und geht dann woanders hin. Geht die Reise zurück. Zweiter Held ist auch hier irgendwo. Geht aber eine andere Strecke lang. Da geht er nach hier hinten, noch weiter nach hinten. Da gibt es auch noch einen Steingolem. Der wird dann jetzt gerade mal. Ach, da sind zwei, da ist zwar noch mehr, aber das ist auch schon kaputt. So, einmal bitte hier. Oh, dann geh jetzt bloß nicht zurück. Jetzt kannst du hier noch weiter gucken gehen, ne? Okay, da sind noch ein paar und da geht auch noch ein Gang weiter. Der Vampir ist tot. Der Wolfi wird jetzt tot sein. Einmal hier reingucken wäre ganz nett. Macht er aber nicht, ne? Oder? Ich tippe mal drauf, er geht zurück. Ja. Der zweite Held ist nach oben gegangen. Bergmann ist wo? Auf dem Weg nach oben. Hat wo was gebaut? Gute Frage, ne? Ah, ne, er baut da. Und da ist noch einer drinne. Toponovic, der Zombie. Ah, wenn es vielleicht gut läuft, dann buddelt da ganz durch und kann danach da weggehen. Hat er das dann überlebt? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er vorher umdreht, ist bestimmt beim letzten ganz groß. Oder? Wahrscheinlich ist er gleich durch und Wegfindung sagt, wir gehen wieder zurück. Genau so ist es. Aber der ist hier in der Ecke. Könnte sein, dass es klappt, ja. Okay, da gibt es jetzt eine Abkürzung. Die aber nicht nimmt. Er geht jetzt hier hin. Okay. Und buddelt da noch durch. Naja, dann soll es da weitergehen. Und da gleich auch wieder da zurückgeht, könnte es sein, dass wir Glück haben und er nicht stirbt. Er weiß jetzt auch nicht, wie stark er ist hier, ne? Auf jeden Fall kommt es jetzt zum Kampf. Ist aber ein gesunder Bergmann. Ja, ich glaube, der schafft das sogar. Ja, guck mal an. Wunderbar. Und nimmt auch gleich schon den neuen Weg, den er gebuddelt hat. Und wir haben irgendwo noch einen rumlaufen. Ne, da war falsch. Da ist richtig. Ah, der war hier irgendwo. Aber ist woanders unterwegs jetzt. Er ist oben, geht aber runter wohl. Und er geht wahrscheinlich hoch. Okay. Wo wird denn gebuddelt? Da wird gebuddelt. Da ist aber auch nichts hinter versteckt mehr. Können aber jetzt auch wieder hier aktivieren. Und ist hier schon was passiert? Nein, aber vielleicht läuft er da ja hin. Oder die? Keine Ahnung. Ah, da ist nur die Treppe zwischen. Aber geht. Aber nur einen und dann geht's hoch. Jo. So, er ist irgendwo. Ah, er ist in seinem Zimmer. Und er holt sich gerade was zu essen. Na dann. Oh, ach so, hier unten rein oder wo? Mit dem doch oben den Raum zum Sitzen und Essen, oder? Oder, ah, hat sich irgendwas gemacht daraus oder wie? Holt sie noch ein Stück Kuchen? Ach, das ist ein Schwert, was er in der Hand hat. Ja, keine Ahnung, was jetzt hier gerade passiert. Ist jetzt auch nicht so wild. Ja. Er ist schon auf dem Weg nach unten. Dann gucken wir den noch mal als erstes an, oder? Ach nee, ist er gar nicht. Er hat wahrscheinlich Hunger und geht erstmal was essen. Und er ist am Schlafen. Läuft, ne?
Wo ist der jetzt, der zweite? Ah, hat sich schon was geholt. Geht hier ins Essenstübchen und isst da erstmal was. Genauso soll es sein. Level 50. Und jetzt? Mal ein Nickerchen machen? Oder wie ist das? Ne? Keine Ahnung, was dieser Held jetzt noch macht. Der Dingens ist noch da am Schlafen. Wo geht die Reise hin? Hier Pause machen, oder was? Arena-Kampf gucken, aber da ist keiner. Ich weiß nicht, was er da macht. Viele Sachen, aber was das da soll, weiß keiner, ne? Er ist noch am Pofen. Jetzt geht aber die Reise nach unten. Der zweite auch runter, oder? Ja, sieht so aus. Okay, wir sind schon unten. Da wird auch schon wieder abgebaut. Das können wir gerade mit erledigen hier. Da unten läuft er. Geht's nach hier oben. Da ist noch ein Geist. Und wo geht's hin? Nach da, okay. Da ist der nächste Raum. Ist die Frage, ob man hier eine Abkürzung reinbaut, ne? Na, obwohl, er zieht sie alle mit. Dann können wir das auch machen. Ist der andere hier lang gegangen? Ja, der ist da. Und haut da jemanden um. Oder auch mehrere. Also er zieht die jetzt mit hoch. Jetzt wird das wieder gefährlich. Also hier wird jetzt ordentlich gekämpft. Das macht er alles platt hier, oder wie sehe ich das? Ja. Der ist auch noch weg. Gut. Geht aber wieder zurück. Schon erledigt. Oh, wer ist das? Das war wohl der Bergmann. Ärgerlich, aber so kann es kommen. Jetzt haben wir keinen Bergmann mehr. Defense 6000. Du hast einen neuen Job gerade gekriegt. Du bist jetzt der neue Bärmann. Okay, die beiden machen das jetzt hier, oder er macht das jetzt hier mal mit den Vieren gerade fertig. Okay, und er dann noch, dann ist alles erledigt. Gut, läuft. So, der geht ja wahrscheinlich hoch, der Held, und der andere ist schon oben, oder? Ja, da wird gerade Essen geholt. Törtchen. Aber der isst in der Küche, ne? Oder wie sehe ich das? Die Torte in der Hand. Apfelkuchen oder was das auch immer ist, ne? Und jetzt ist er weg. Der geht nicht da oben essen. Naja, dann ist das so. Was willst du machen? Er kommt wieder hoch und ist müde und will schlafen. Und der andere geht aber schon runter. Ob das noch was wird, ist die nächste Frage, ne? Also, ist schon verschwunden. Da auch. Da auch. Okay, ist jetzt unten. Da wurde gerade abgebaut. Dann machen wir das hier nochmal gerade fit wieder. Und da auch. Und hier geht's in diesen Raum jetzt. Da war eine Abkürzung. Aber der Raum ist länger. Ja, da geht's auch noch weiter. Aber wird sich nicht weiter angeguckt. Ach so, guck mal, das, was ich Durchbruch gesagt habe, ist schon geschehen. Das ging aber flott. Ja, und jetzt geht die Reise wohl wieder hoch. Sieht auf jeden Fall so aus. Wir haben 9 Helden bekommen. Happiness ist nur 18, aber der Held ist hier der dritte. Okay. Der kommt ganz nackig an. Mal gucken, was der so aufnimmt, ne?
ist nach oben gegangen. Aber schon wieder nach unten. Hat nichts gemacht. Läuft jetzt hier hin und wahrscheinlich erstmal eine Runde hier sitzen im Stadion. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Wooden Chair, Call Me Splinter, Jury de Jury Jurid oder Jury de Seisel. Läuft bei dem, ne? Attack 3300, Defense 603, Damage 390, naja. Ja, was Helden in der Arena machen, weiß ich nicht. Jetzt sind sie schon gleich zu zweit. Ah, ist durchgelaufen, ist gar kein Held gewesen. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Okay, hier im Erdgeschoss geht's wieder weiter. Den langen Gang lang. Noch längeren Gang. Und wird noch was entdeckt. Ein neuer Raum vielleicht. Da ist ein Raum. Und da ist auch ein Gegner. Da sind mehrere Gegner. Nicht weg. Nochmal, da geht's hier wieder raus wohl. Und wir entdecken nichts mehr, gehen weiter zurück. Dann gucken wir mal hin an. Aha, er läuft hier lang, hat da auch Beute gefunden. 4 Stück oder 5. Ja, der andere ist gerade nebenher geruscht. Und das läuft aber. Ja, er hat sie alle kaputt gemacht da in dem Raum und der Raum ist auch schon durchgeguckt. Ja. Jetzt haben wir noch einen dritten, der jetzt auch noch hier unten ist, aber der geht glaube ich wieder hoch schon, oder? Nee. Da ist auch noch einer, der wieder reinkommt. Der geht noch woanders hin. Okay. Jetzt wird hier was entdeckt. Auf den letzten Metern, wo geht's hin? Keine Ahnung, ne? Weite Wege gegangen für hierhin. Da kommt er. Geht um die Ecke. Und geht den Gang hoch. Und entdeckt was und geht wieder zurück. War klar. Ja, irgendwo wird gerade gekämpft. Er ist aber oben. Das heißt, es muss der andere gewesen sein. Der ist es aber auch nicht. Das war dann der. Oh, der hat viel vor. Wenn das mal nicht schief geht. Ah, er läuft weg. Aber der zweite ist dann da auch noch. Okay. Alle mitgezogen hat er nicht. Ja, die kommen jetzt mit raus. Er läuft aber schneller. Das könnte sein, dass er ihn hier einholt und da kaputt macht. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Jetzt hat er den überholt, oder? Da ist jetzt der Gegenangriff gelaufen. Warte, jetzt müssen wir mal gucken, wo er ist. Ah, er ist hier. Oh, die kommen jetzt da hoch und laufen an ihm vorbei. Super, oder? Hat gut geklappt. Wieso er das gemacht hat, weiß wieder keiner. Logik ganz cool. Warum hat er so eine Unterbrechung genommen? Damit die anderen raus konnten oder was? Voll hohl. Aber was willst du da machen? Kannst du nichts machen. So. Jetzt wird hier lang gegangen. Und nochmal da rein. Und die letzten Monster? Nein, doch nicht geschlagen. Ja, die Reise geht woanders hin, aber ich sehe schon, die Folge ist verdammt lang geworden schon. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt, wenn ihr der Folge einen Daumen hoch gebt, falls ihr euch gefallen hat und macht euch die Glocke an, damit ihr die nächste Info kriegt. Jetzt passt auf, der geht noch hier hin und dann geht er wieder zurück wetten, weil dann ist zu weit. Oh, da sind welche. Ach Gott, der wird da sterben. Nee, er geht raus. Nein, er geht nicht raus. Komm, den Kampf nehmen wir gerade noch mit. Und der zieht gleich alle wieder zurück. Ja, da sind sie unterwegs.
Ja, gut, okay. Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich recht herzlich. Bis dann. Tschüss.